Willkommen zurück zu Fallout 76. Wir wollen endlich jetzt wirklich Feuerteufel werden. Letzten beiden Prüfungen haben wir ja bestanden. Ja, die theoretische war ein bisschen schwieriger als die körperliche. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Streitbrecher, Nutzung von Führungskraft ausweisen. Dann haben wir hier Rusty Pick entdeckt, sind nämlich auf dem Weg zur Abschlussprüfung. Die liegt 80 Meter hier hoch. Gucken, wie wir hier hochkommen. Das wäre mal eine sehr einladende Gegend hier auf jeden Fall. Wie man sieht. Da vorne denke ich mal, das Tor wird sein. Zur finalen Abschlussprüfung. Dass wir ein Feuerteufel werden. Bernie. Feuerteufel, Bewerber entdeckt. Ausrüstungsticket ausgegeben. Holen Sie bitte Ihre Ausrüstung ab. Sehr gerne. Holoband für Untersuchungseinweisung ausgegeben. Jetzt bin ich überladen. Begeben Sie sich bitte zum Prüfungsziel. Doch, Gasmaske auch mal aufgesetzt. Anwendung tödlicher Gewalt gegen infizierte Personen ist gestattet. So, das hören wir uns jetzt nochmal an und dann geht's los. Willkommen zur Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein Stückchen Hölle auf Erden und alle Verbrannten überleben, die es sich dort gemütlich gemacht haben. Ich weiß, dass das extrem ist, aber wir müssen wissen, ob du es packst, bevor ein halbes Dutzend anderer Leute sich auf dich verlässt. Allerdings gehst du nicht mit leeren Händen rein. Neben deinem Anzug hast du auch noch eine modifizierte 10mm. Wir haben herausgefunden, dass die Verbrannten abgereichertes Ultrazit überhaupt nicht mögen. Also haben wir einen Ausflug zum AMS-Hauptsitz gemacht, um rauszukriegen, wie man das Zeug herstellt. Effektiver kann man sie nicht erledigen. So, Zeit zu beweisen, dass du es sinnvoll einsetzen kannst. Anzug an, bereit machen und ausrücken, Rekrut. So, bevor wir jetzt reingehen, trinke ich nochmal ein Schlückchen, dass ich da auch voll bin. Ich habe nichts mehr zu essen da, ne, wie es aussieht. Glaube ich mir ein Radio, ne, was ist das? Radix, ne? Genau. Ich gebe mir mal ein Radix. Gönn mir ein Radaway verdünnt. Schlimm ist, ich habe nichts zu essen. Okay, schade. Ich dachte, ich hätte noch was zu essen dabei. Ne, wird wohl erstmal klarkommen. Verdorbenes Gemüse schmeiße ich lieber weg, bevor ich das esse. Sehr gut, da sind wir doch gar nicht so schlecht. Kommt gar nicht mehr an, dass ich voll aufgerüstet bin. Ich weiß nicht, was mich hier drin erwartet. Auf geht's zur Abschlussprüfung. Ist ja ganz einfach. Einmal nur zum tiefsten Punkt und dann wieder zurück. Ist klar. So. Aktiviere die Notbarke ganz unten. Schlimme ist, bin so gut wie überladen. Heißt, ich kann hier nur die Special-Dinger mitnehmen. Was sich auch wirklich lohnt. Ich hätte vielleicht vorher noch mal kurz mich entledigen sollen. Was haben wir hier am Terminal?
Das mit dem Warnung nicht betreten lese ich mir jetzt gar nicht durch, weil das macht ja eh keinen Sinn. Aber noch mal schnell, ob es hier oben was gibt, was sich lohnt. Natürlich. Juhu. Jetzt bin ich überladen, das war klar. Aber es war eine Waffe, modifiziert, nehme ich natürlich mit. So, Strahlung kann ich mir auch kaum eine einhaben, Gesundheit ist aufgerüstet. Muss ich mich nur durch die Verbrannten kämpfen. Ja, sehr nett hier unten aus. Und frieren tut hier unten bestimmt keiner. Und da ich jetzt eh überladen bin, ist jetzt auch egal. Ich nehme trotzdem das Wichtige mit, aber jetzt ist das eh egal. Oh, Aluminiumschrott brauche ich. Hier ist jetzt nichts weiter. Gucken wir nochmal erstmal nach oben, bevor wir weitergehen. Was sich hier so verbirgt. Nichts weiter, außer ein bisschen Munition die ganze Zeit. Das finde ich gut. Zuckerbomben. Die essen wir doch gleich. Bringt nicht viel, aber besser als nichts. Gut, weiter geht's. Geimpft sind wir ja. Da kann uns ja nichts passieren. Oh, Tagebuch eines verbrannten Jägers. Ja, wir auch mit. Okay, Truppführer. Wir Mann unterwegs. Tim und Andrew sind beide tot. Was zur Hölle sollen wir jetzt tun? Schnauze frei. Die Aufnahme läuft. Eintrag 2. Wir haben Timothy Wolfe und Andrew Rhodes an einen Schwarm Verbrannter verloren. Der Rest hat es mit knapper Not geschafft. So langsam fange ich an zu glauben, dass Melody Larkin die Härte dieser Prüfung unterschätzt hat. So ist es, verdammt nochmal. Das ist Selbstmord. Zur Hölle damit, ich hau ab. Will man in den Kanal Nein, gucken. Du haust nicht ab. Bleibt bei uns! Warum? Damit wir nacheinander draufgehen, bis wir alle tot sind? Ha, ohne mich! Weißt du was, Sai? Seit wir die Verbrannten bei den Farmen angegriffen haben, benimmst du dich wie ein Feigling. Und jetzt sind Tim und Andrew deinetwegen tot! Wovon zum Teufel redest du? Ich habe es gesehen, Max. Die Verbrannten haben uns in den Tunneln von allen Seiten attackiert. Tim und Andrew hielten die Stellung. Sie sagten, soll ihnen den Rücken decken. Hat er aber nicht. Er ist weggerannt, sodass ihre linke Flanke voll entblößt war. Darum hat es sie also erwischt. Bullshit! Sie lügt, Max! Hört auf damit, alle beide! Sylvester, wenn du gehen willst, dann geh. Aber wir bleiben. Und wir haben auf dem Weg hierher garantiert nicht alles ausgelöscht. Aber merk dir meine Worte. Selbst wenn du es schaffst, wirst du nie wieder diesem Trupp angehören. Schön. Dann fahren beide zur Hölle. Ich verschwinde hier. Du lässt ihn wirklich gehen? Ja, Rita. Ohne ihn sind wir besser dran. Okay. Klingt ja ganz interessant zu werden. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt zwei verschiedene Wege hier habe, die ich gehen konnte. Bin ja wieder zurück. Hab jetzt den oberen genommen. Den nehmen wir jetzt auch. Ein, zwei Verbrannte sind schon weggelaufen. Ich hoffe, dass die hier nicht aufstehen. Ich vermute mal irgendwo. Führt der Weg auch wieder zusammen. Abgekochtes Wasser ist gut.
Und hier geht es nämlich jetzt nach unten. So. Verdammt. Das war wohl nichts. Okay, es scheint hier auch nach unten zu gehen. Ich nehme mal die Treppe. Das war auch eben glatt mal Stufe 32 Wanderer. Das ist natürlich interessant hier auf jeden Fall. Hochleistungsmagnet nehmen wir mal mit. So, wo muss denn hin? 20 Meter geradeaus oder was? Hinten, ja. Aua. Ja, das ist schön, dass er mal drei Schläge braucht, um mich umzunieten. Und mit dieser Pistole machst du, dafür, dass sie auf Sabrante ausgelegt ist, ja, richtig viel Schaden. Ich hoffe, dass ich jetzt das Ganze nicht von vorne starten muss. Da frage ich mich, wie ich ihn hier den 32er da platt kriegen soll. Ne? Ich bin erst Stufe 12 oder 13. Mal gucken, wo ich jetzt rauskomme. Natürlich komme ich vorher raus, ist ja klar. Okay, da oben muss ich wieder rein. Anti-Verbrannten-Pistole. Mit der Pumpgun habe ich nicht Problem. Ich bin munitionstechnisch fast down. Ich habe auch den guten alten Basie. Mal gucken. Soweit war es ja jetzt auch nicht. Nur der Verbrannte da unten hat es ein bisschen in sich. Ich vermute mal, wenn ich jetzt wieder reinkomme, ist seine Gesundheit bestimmt auch von der Hälfte wieder voll. Ne? So, mal gucken, wie wir ihn ausschalten. Ich wollte mir gerade noch ein Stimpack reinpfeifen, aber da war er auch schon da und hat mir die ins Gesicht jagt, seine blöde Axt. Wir nehmen den gleichen Weg. Und diesmal gehen wir nicht da außen rum, sondern gleich hier durch. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, das ist mit dem Überladen hier ist ziemlich häufig und ziemlich schnell. Das finde ich auch ein bisschen... Und ich meine, ich hätte schon mal 190, 170. Keine Ahnung, was da passiert ist. Da hätte ich gerne mal meine Mutation vom Anfang wieder.
wo ich so gut springen konnte. Die verbrannten Pistolen. Ist klar. So, wo ist er denn? Ich bin trotzdem überladen, trotz dass der Schrott weg ist. Oh ja, jetzt ist es egal. Ich würde nur gerne wissen. Kampfflinte. Sag ich natürlich auch nicht nein. Ist egal. Ist nicht richtig überladen, aber da muss ich wohl durch. Den Eintrag hören wir uns gleich nochmal an. Ich sehe erstmal zu, dass wir uns jetzt hier verpieseln. Ich weiß, ich wollte zwar einen anderen Weg nehmen. Aber der war ja auf dem Hinweg relativ sicher. Dann nehme ich ihn natürlich nochmal. Also der eine Verbrannte war hier ja sonst Horden, habe ich nicht gesehen. Ich hätte jetzt hier eigentlich gedacht, ich muss mich hier durch 20, 30 durchkämpfen. Gut, ist am Ende natürlich ein Hoher erwartet. Das war ja nicht ganz unerwartet. Aber ich hätte auch gedacht, dass die Munition ein wenig besser wirkt, weil den anderen, den wir erschossen haben, der hat ja auch mehrere Schüsse geschluckt, bevor er umgekippt ist. Und dafür, dass das, wie gesagt, anti-verbrannten Munition ist. Ja, gehen wir einfach zurück hier und dann hat sich das hier erledigt. Vielleicht erwartet uns ja noch was auf dem Rückweg jetzt hier. Wenn wir gleich raus sind und den Abschluss gemacht haben. Dann schmeißen wir nochmal das Holoband rein. Um das auch nochmal anzuhören. Da gibt's auch noch eins. Läuft es? Ja, das rote Licht leuchtet. Also ist es an. Hier spricht Maxine Berlet, Truppführer der Jäger der Verbrannten. Wir nehmen das hier auf, um unseren Abstieg ins Bergwerk Belchi Betty für die letzte Prüfung zu dokumentieren. Also, welche Prüfung? Ach so, richtig. Für die letzte Prüfung der Feuerteufel. Wir sollen da runter, die Notbarke finden und nach Verbrannten Ausschau halten. Kinderspiel. Bist du dir sicher? Wenn es ein Kinderspiel ist, warum hat da noch keiner diese Prüfung bestanden? Weil keiner so gut war wie wir. Wir jagen die Verbrannten bei den Farmen schon seit Tagen. Wie schwer können da schon ein paar von denen in der Mine sein? Reiß dich zusammen. Kommt schon, Leute. Lasst uns zusammenhalten. Maul halten, alle zusammen. Also gut, Jäger der Verbrannten. Ladet eure Waffen. Bringen wir die Show über die Bühne. Bisschen Whisky, ein bisschen Wein. Gibt's da noch was? Ja. Spüllappen und Seife, komm her, nehmen wir auch noch mit, alles mitnehmen. Oh, guck mal. Ach, hallo. Ich lasse dich wieder alleine. So. Raus nach Appalachia.
So. Jetzt noch die abschließende Prüfung, dann hören wir uns noch das Holoband an, das letzte. Werfen wir einen Blick hier rüber. Alle Prüfungen abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Gebe Einweisungs-Holoband aus. Begeben Sie sich für die Registrierung bitte zur Feuerwache Charleston. Willkommen bei den Feuerteufeln. Derzeitige Feuerteufel-Abschlussquote 1,8%. So, das geht ja. So, auf dem Weg zur Feuer... zur Feuerzentrale, würde ich schon sagen. Feuerwache können wir uns nochmal das Holoband. Eintrag... Nee, Tagebuch. Der letzte, ne? Ist das der? Ist das richtig? Eintrag 3. Silvester hat das Team vor einiger Zeit verlassen. Nur Minuten nachdem er fort war, hörten wir seine Schreie durch die Mine hallen. Nur Rita und ich sind übrig. Trotz aller Gefahren haben wir irgendwie die Notbarke erreicht. Wir haben es geschafft. Was passiert, wenn wir das Signal aktivieren? Keine Ahnung. Wir sollten wohl einen Hinweis von Melody Larkin erhalten, wie wir hier hinauskommen. Es gibt keinen Grund, hier rumzustehen und abzuwarten. Drück drauf. Okay, da hatten wir anscheinend ein bisschen Glück, dass bei uns nichts gekommen ist. Denn wie ihr gerade gesehen habt, konnte ich ja ganz easy peasy zurücklaufen. Und der 32er war auch weg, der mich ja beim ersten Mal ein bisschen rausgeholt hat. Naja. So, verstecktes Aufsehen. Danke. Oh, wir kommen hier noch einmal her. Absolvent entdeckt. Registrierung erforderlich. Melden Sie sich bitte beim Captain. Passen Sie da draußen auf sich auf, Responder. Begeben Sie sich für die abschließende Registrierung bitte zum Büro des Captains. Wollte ich gerade machen, du standst im Weg. So, Hauptterminal. Bauplanarchiv freigeben, sehr gut. Sie haben eine wichtige Nachricht. Schießplatz vorübergehend geschlossen, Sammelpunkt, was erblickt die verbrannten Erfolgen? Badger Power Rüstung und Speer für einmal das Hauptquartier. Big Blend. Okay, na, gucken wir mal rein. Aufhalten.
Okay. Big Bend ist eine No-Go-Area. Okay. Zum Provider weigert. Okay. Schrotflinten. Sergeant Kominski müssen um Zugriff bitten. Sergeant, nein, haben wir nur noch. Verschluss des verbrennten Killers. Das haben wir freigegeben. Na gut. So, und jetzt hört die Prioritätsmitteilung an. Ich vermute mal, die habe ich im... Abschlussprüfung, Rekrut. Ich bin Hank Madigan, Lieutenant bei den Feuerteufeln. Die Prüfung ist ganz einfach. Erreiche den tiefsten Punkt des Bergwerks, aktiviere die Notbarke und komm wieder hoch. Du musst lediglich ein... Hallo nochmal, Rekrut, und herzlichen Glückwunsch. Wenn du das hörst, hast du dir deinen Platz bei den Feuerteufeln verdient. Begib dich zurück zur Feuerwache Charleston und lass dich vom diensthabenden Captain registrieren. Dadurch erhältst du Zugang zu unserem internen Computersystem. Sobald das erledigt ist, sollte dich der Captain deinem ersten Einsatz zuweisen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bewegung, Rekrut. Und willkommen bei den Feuerteufeln. Gut, willkommen bei den... Ah, da drüben. Gut, dann gehen wir mal rüber. Unseren ersten Auftrag als Feuerteufel entgegenzunehmen. Das Ganze gucken wir uns dann aber in der nächsten Folge an, wenn wir unseren ersten Job hier quasi erledigen. Für die Feuerteufel in Charleston. Mal gucken, wo es uns dann hintreibt, was wir tun müssen. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.